Hallo Leute, ich bin Cocker Let's Play und heute stelle ich euch den Minecraft-Server vor, auf dem ich spiele. Er heißt Braus der Hoffnung, hier ist die IP und wir werden jetzt einfach mal connecten. Also er gilt als der größte deutsche Minecraft-Server, hier stehen die Regeln, aber wir gehen jetzt einfach weiter zur ersten Stadt, den Slums. Ja, da steht's so. Jetzt gehen wir einfach mal den Weg entlang. Also, um freigeschaltet zu werden, geht ihr einfach auf die Homepage, lest die Regeln und findet zwei Passwörter, die ihr dann einfach einem Teammitglied mitteilt und der euch dann freischaltet. So, wir gehen jetzt hier rechts entlang zu den Slums. Der Server ist in zwei große Gebiete aufgeteilt. Zum einen gibt es den Freebuild-Bereich, wie der Name schon sagt, könnt ihr da frei bauen. Und es gibt dann die Städte, also in dem Falle jetzt hier die Slums. Aber es gibt auch noch drei andere Städte, wo man eben auch bauen kann. In diesen Städten gibt es Bauregeln und festgelegte Regeln, die ihr zu befolgen habt. Im Freebuild gibt es diese Regeln nicht. So. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Die verschiedenen Gebiete auf dem Server sind mit einem Minecart-System verlinkt, was ihr jetzt hier seht. Und zu Demonstrationszwecken nehmen wir jetzt einfach mal diese Minecart-Strecke. Ich habe ja schon Minecart in der Hand. Wir springen jetzt hier mal hoch. So, Minecart ran, reinsetzen und los geht's. So, und wie schon gesagt, wie ihr seht rechts, der Weg, man geht halt trotzdem noch weiter zu den Slums. Also ihr könntet euch entscheiden zwischen dem Minecart-System und dem Fußweg. Wobei, wie ihr schon seht, die Fahrt mit dem Minecart sehr viel schneller geht. Ja, weiter zum Server. Es gibt, wie auf jedem anständigen Server, ein Economy-System, mit dem ihr später dann die Grundstücke kauft. Für einen Goldbarren gibt es 1000 Minecoins, die man in der Bank umtauschen kann, die ich euch auch später zeigen werde. In den Slums, also die Slums ist eine Stadt für die Neuankömmlinge auf dem Server, die noch kein Geld haben, die Bauplätze sind dementsprechend kostenlos. Das Thema der Stadt ist eher eine Wüstenstadt, also mehr eine sehr dreckige Stadt, sagen wir es so, mit sehr viel Sand und so, die ein bisschen demonstriert, dass es sozusagen das Armenviertel ist. Aber ja, es ist eigentlich nur symbolisch. Die Map existiert seit einem Monat, also es ist noch nicht allzu viel gebaut. Es bleibt also noch genug Platz für eure Ideen und Innovationen. So, wir sind jetzt auch gleich da. Ja, da hinten ist das Ziel. Und ich zeige euch dann einfach mal die Stadt, dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ja, ist wohl doch noch ein kleines Stückchen. Nee, jetzt sind wir da. So. Da ist das Ende. Ihr steigt jetzt hier einfach aus und nehmt euer Minecart wieder mit. Das mache ich jetzt auch. So. Schnell mal aufgenommen. Und wir gehen jetzt hier die Treppe hoch in die Stadt. So, wie ich schon vorher andeutete, die Stadt hat seine eigenen Regeln, die ihr hier an der Wand seht. Die sollte man lesen. Da sind auch die Höhen, also die maximale Höhe und Tiefe der Bauplätze festgelegt. Ja, ein kleiner Eindruck, da hinten seht ihr einen schönen Turm und wie ihr seht, haben hier schon mehrere User gebaut. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Spawn, denn ich muss euch ja noch mehr zeigen. So, wir gehen jetzt einfach mal zur Hauptstadt, denn da gibt es zum einen die Bank, wo ihr eben eure Goldbarren in Minecoins umtauscht. Und ein Bahnhof, welcher zum Freebuild-Gebiet. Wer euch
welcher euch zum Freebuild-Gebiet bringt. Ja. Ja, wie ihr schon seht, die Wege sind alle ziemlich schön gemacht. Die Map wurde veröffentlicht, als diese Wege schon gemacht wurden. Und ja, also es gab schon ein paar eben Grundvoraussetzungen, um diese Map eben zu veröffentlichen. Aber das Freebuild und auch die Städte sind schon relativ voll, denn der Server, wie schon gesagt, ist sehr groß und wurde schnell bebaut. Ja, so, hier ist die Hauptstadt, das ist gleichzeitig das Zentrum der gesamten Map, hier links, ja, das baut sich jetzt hier ein bisschen auf, ist die Bank, wo ihr dann reingeht und eure Minecoins umtauscht, hier ist das Rathaus, ja, das baut sich auch noch ein bisschen auf, ja, so, und da ist der Bahnhof. So, hier rechts seht ihr die Karte, ihr seht, der Freebuild befindet sich in den Ecken der Map und eben die Hauptstadt im Zentrum. So, wir gehen jetzt einfach mal hier in einen Zug rein. Das Plugin Voxelport bringt euch, teleportiert euch nach einer gewissen Zeit zum Freebuild. So, ihr seht hier die Zeit. Es dauert jetzt ein bisschen, 1 Minute und 11 Sekunden. Und ja, ach, jetzt sind es schon plötzlich nur noch 24 Sekunden. Also, wie gesagt, 1 Minute zählt für 1 Stunde in diese Ingame. Und 1 Sekunde demnach für 1 Minute. So, wir laufen jetzt hier ein bisschen lang. Also, es ist alles sehr detailverliebt gemacht, dieser Server. Never. Ja, das, ja. Naja, das ist, glaube ich, nur ein Bug. Wir werden wahrscheinlich trotzdem geportet. Ja, wie ihr seht, also, es ist alles sehr detailverliebt gemacht. Und, ja, man fühlt sich wohl. Ach, jetzt werden wir geportet. Okay. So, jetzt sind wir da. Im Freebuild. Erstmal hier noch durch diesen Tunnel, der sich unter Wasser befindet, durch. So, der Freebuild, ja. Im Freebuild können die User ihre eigenen Städte bauen, mit Freunden zusammentun, ihre eigenen Regeln etablieren und eben eine richtige kleine Gemeinschaft kreieren außerhalb von all den Städten. Hier ist zum Beispiel die eine Stadt, hier sind die Bürgermeister und wir gehen jetzt einfach durch. Hier seht ihr die Regeln, ja. Also wie ihr schon seht, es ist alles sehr schön gemacht. Den Usern werden gewisse Freiheiten gelassen, was sie dann auch nutzen. Natürlich ist Griefing auf dem ganzen Server nicht erlaubt und es gibt immer genug Teammitglieder, die kontrollieren, dass sowas nicht geschieht. So. Ja, das war's eigentlich schon. Zu mir nochmal. Ich mache im Moment das Abitur. Also habe ich nicht so viel Zeit, um Videos zu machen, aber danach geht es hoffentlich richtig los. Und ich verabschiede mich mit einem beherzten Sprung nach unten. Hopsala. Ja. Tschüss.